Kohlenhydrate sind alle böse und machen dich fett. Huhu. Guten Tag, wir sind Froni und Nico und wir zeigen dir, wie einfach Low-Carb-Ernährung funktioniert. Auf diesem Kanal gibt es jeden Mittwoch ein neues Video zum Thema, wie funktioniert Low-Carb eigentlich, und samstags findest du hier immer ein neues Low-Carb-Rezept. Und wenn du das nicht verpassen willst, dann drück mal da unten auf den Abonnieren-Knopf und daneben auf die Glocke, weil dann benachrichtigt dich YouTube nämlich und du darfst das Video gerne teilen und ein Däumchen vergeben. Und im heutigen Video geht es um die ganz, ganz große Frage, sind Kohlenhydrate jetzt einfach immer schlecht und böse oder kann man das auch irgendwie anders da sehen? Weil wenn es das Zeug gibt und wenn wir das verdauen können und wenn das uns Energie liefert, dann muss es ja auch irgendeinen Sinn dahinter geben. Und jetzt nochmal ganz kurz zum Rekapitulieren. Was unterscheidet Kohlenhydrate denn von den anderen Nährstoffen? Das ist vor allem die Geschwindigkeit der Energiebereitstellung. Das haben wir auch im Video mit den Makronährstoffen von vor kurzem schon mal besprochen. Das ist hier oben überm i verlinkt. Kohlenhydrate sind vor allem eins, nämlich schnelle Energie. Fett ist ja eher so der Langzeitenergielieferant, der uns so durch den ganzen Tag bringt. Und Proteine sind eigentlich gar kein Energielieferant, sondern mehr Baustein. Unser Hauptproblem ist aber, dass wir Kohlenhydrate nicht so anwenden, wie wir sie anwenden sollten. Lass uns das Ganze mal ein paar hunderttausend Jahre zurückdrehen und uns den freundlichen Steinzeitmenschen aus dem Oberpfälzer Regental ansehen. Unser Steinzeitmensch heißt Brock und ist vom Beruf Jäger und Sammler. Und der macht den ganzen Tag genau das, nämlich jagen und sammeln, und zwar zu Fuß, weil sich nämlich von der Höhle aus in der Ecke sitzend ganz schlecht jagt und sammelt. Wenn Brock jetzt also Bock auf Äpfel hat, dann muss der sich einen Apfelbaum suchen. Der Apfelbaum steht halt dann vielleicht am anderen Ende vom Oberpfälzer Regental. Das sind dann 2, 3, 5 Kilometer weit weg und da muss der halt erstmal hinlaufen. Und dort kann er dann auf den Baum klettern und irgendwie 10, 20 Äpfel pflücken. Und dann klettert er runter und isst 5 oder 6 von den Äpfeln und den Rest, den packt er in seinen Ziegenledersack und nimmt die mit nach Hause, und zwar wieder zu Fuß. Unterm Strich heißt das, Brock war für vielleicht 50 Gramm Zucker 3 Stunden unterwegs. Und danach hat er genau das gemacht, wofür die Kohlenhydrate da sind. Er hat sie sofort wieder in Bewegung umgesetzt. Und im Unterschied dazu, was er auf gar keinen Fall machen kann, ist, sich in seinen Steinzeit-VW setzen, zu seinem Steinzeit-Edeka fahren und sich dort ein Steinzeit-Snickers kaufen. Und ein weiterer großer Unterschied ist, Zuckerwürfel wachsen einfach nicht am Baum. Das heißt, jede Form von Zucker, also Kohlenhydraten, die er zu sich nehmen kann, kommen zwangsläufig in einer natürlichen Verpackung. Also in einer ganzen Frucht oder anderen Dingen mit Ballaststoffen, Fasern und so weiter. Aber niemals Würfelzucker. Und ein ganz großer Faktor, den wir immer wieder vergessen, ist, unsere Vorfahren hatten einfach nicht die Möglichkeit, zu jeder Zeit des Jahres jede Frucht oder jedes Lebensmittel zu bekommen. Äpfel wachsen einfach nicht im Winter. Und wenn wir das Ganze jetzt mit heute vergleichen, unser freundlicher Steinzeitbayer hatte extrem viel Bewegung. Durch dieses extrem viele Bewegen eine erhöhte Insulinsensitivität, was im Endeffekt heißt, er kommt mit diesen Kohlenhydraten auch noch besser klar als wir heute. Und wir haben heute eine Couch, ein Auto, Insulinresistenz und Lieferdienste. Brock hatte einfach keine unbegrenzte Verfügbarkeit dieser Lebensmittel und musste sich jeden Bissen hart erarbeiten. Wir lassen heute sämtliche Lebensmittel aus allen Ländern der Erde und zu jeder Jahreszeit einfliegen und wir können sie immer im Supermarkt kaufen. Und früher gab es Zucker oder andere Kohlenhydrate nur im Verbund mit Ballaststoffen, Vitaminen, Mineralstoffen und dem anderen Krimskrams. Heute kaufen wir raffinierten, gereinigten Zucker ohne jeden Mehrwert. Wie ist das eigentlich bei dir? Bist du sportlich aktiv und glaubst dann, Kohlenhydrate für deine Sportart zu brauchen, oder bist du eher so vom Typ Couch Potato, so wie wir? Oder machst du vielleicht sogar Sport und brauchst trotzdem keine Kohlenhydrate? Geht ja auch. Lass uns doch unten in den Kommentaren mal drüber quatschen. Aber heißt das jetzt, dass Kohlenhydrate heutzutage komplett fehl am Platz sind, oder können wir die trotzdem noch irgendwie sinnvoll einsetzen? Einfach pauschal zu sagen, Kohlenhydrate wären eine schlechte Energiequelle, ist einfach sinnlos und falsch. Wir könnten heute ohne Probleme Kohlenhydrate als Hauptenergiequelle nutzen. Aber das ist viel, viel schwieriger als zum Beispiel mit Fett. Weil durch den schnellen Energieumsatz von Kohlenhydraten bräuchten wir viele, viele kleine Portionen über den Tag verteilt. Und ein Überkonsum von Kohlenhydraten wirkt sich halt auch viel schneller negativ aus. Das heißt, wir müssen viel mehr auf die Mengen aufpassen und außerdem ist es wichtig, aus welcher Quelle die Kohlenhydrate kommen. Man könnte beispielsweise sagen, raffinierter Zucker ist generell eine schlechte Idee, aber Vollkornhaferflocken können durchaus Sinn machen.
Was natürlich völlig klar ist, Kohlenhydrate verhindern unter Umständen den Abbau von Körperfett. Weil unverbrauchte Kohlenhydrate sind nach 30 Minuten im Blut und nach ca. 2 Stunden dann wieder auf der Hüfte. Und wer nicht abnehmen muss, der kann eventuell komplexe Kohlenhydrate sogar sinnvoll einsetzen. Speziell beim Kraftsport oder bei anderen Sportarten, die irgendwie explosive Energieentfaltung brauchen, wie Sprinter, Leichtathleten, Weitspringer, solche Dinge halt. Die können dann durchaus Energie in ihren Muskeln bunkern, die sie danach dann auch wieder schnell abrufen können. Durch eben diese genannte Bewegungsenergie, weil genau dafür ist das Zeug da. Es gibt allerdings ein Thema, wo wir überhaupt nicht mit uns reden lassen, und das sind raffinierte Zucker, Auszugszucker, Glucose, Fructose oder andere Formen von Disacchariden, die in reiner Form vorliegen. Ständige Zufuhr von diesen puren Zuckersorten macht nachweislich körperlich und psychisch abhängig. Das Zeug wirkt, und das wissen wir mittlerweile aus ganz vielen Studien, auf die Suchtzentren im Gehirn genauso wie Kokain, Heroin oder andere harte Drogen. Natürlich ohne den bewusstseinsverändernden Effekt, aber die Suchterzeugung ist dieselbe. Und Zuckerentzug bringt genauso Entzugserscheinungen mit sich wie der Entzug von harten Drogen oder jeder anderen Art von Droge. Kohlenhydrate an sich sind jetzt nicht unbedingt gerade schlimm oder böse, man muss ein bisschen damit aufpassen. Aber purer Zucker ist ein Problem. Unser Fazit zum Eintüten und Mitnehmen. Purer Zucker ist ein absolutes No-Go. Wer jetzt aber sportliche Leistung erbringen muss, also zum Beispiel Leichtathletik oder im Fitnessstudio, der kann durchaus mal komplexe Kohlenhydrate einbauen, muss da aber trotzdem auf die Menge und auf den richtigen Zeitpunkt aufpassen. Grundsätzlich gilt aber, Pizza und Couch ist immer eine blöde Idee. Und Gummibärchen sind auch ohne Couch eine blöde Idee. Wenn dich das Thema jetzt weiterhin interessiert, also du wissen willst, welche Videos wir noch rausbringen, dann drück mal da unten auf den Abonnieren-Knopf, dann verpasst du nämlich kein Video mehr, das wir rausbringen, und wenn du daneben die Glocke drückst, dann kriegst du sogar eine Benachrichtigung von YouTube, genau, wenn wir was Neues rausbringen. Und wenn du einen Themenwunsch hast, dann hinterlass uns eine Nachricht in den Kommentaren oder im Blog, weil ich habe nämlich auch einen ziemlich langen Blogartikel zu dem Thema geschrieben. Ja, hat er. Der ist tatsächlich jetzt ausnahmsweise schon mal vor dem Video fertig. Der ist verlinkt unten in der Infobox und da findest du noch ganz viele weitere Infos und mittlerweile irgendwie, keine Ahnung, 400 Rezepte oder sowas im Blog. Klick dich da genug mal durch. Genug Material. Und ja, wir sind jetzt mal, ich muss noch kochen. Du musst noch kochen und du gibst dem Video ein Däumchen, wenn es dir gefallen hat, und teilst mit deinen Freunden, Kollegen oder wem auch immer, wenn es dir gefallen hat. Hör auf wir zu sehen reden, uns Frau. Am Samstag. Tschüss. Tschüss.